Hinter mir brutzelt schon. Heute lüften wir das Geheimnis des Hühner-Nudeleintopfs. Bleibt mal ruhig dran. Ich war schon mal fleißig. Eine Bio-Zwiebel liegt jetzt hier in der Pfanne. Schön ein bisschen angeröstet. Wie gesagt, gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Es geht weiter. Ich sage gleich dazu, unser Maishähnchen wurde richtig gut gewaschen. Wichtig ist von innen und von außen richtig schön ausspülen, dass da nichts drin ist, ne? Das ist das A und O. Pürzel schneiden wir ab. Dann schon mal unser Maishähnchen in den Topf. Wie gesagt, in dem Topf ist kaltes Wasser. Wir setzen es kalt an, damit es nachher richtig schön langsam köchelt. Wir haben hier unser Suppengemüse schon schön gewaschen. Unsere Sellerie kommt schon mit zu. Unser Porree, übrigens vom Sellerie waren das so circa 80 Gramm, 100 Gramm Porree und 300 Gramm Möhren. Und jetzt schalten wir unseren Herd ein, lassen das nachher kurz aufköcheln. Aber was natürlich auch schon mit rein kann, unsere angerösteten Zwiebeln. So, Deckel rauf, ab geht's. Das entstehende Eiweiß habe ich jetzt schon mal abgeschöpft für euch. Das muss ich euch ja nicht zeigen, ne? Das entsteht eben beim Kochen eines Hähnchens. Als nächstes ein Teelöffel. Na, Tim, was war das? Piment, Und? ein Teelöffel Pfefferkörner, Und was würdest du noch mit zunehmen? zwei Lorbeerblätter. Genau, einen Deckel rauf und erstmal weitere 30 Minuten köcheln lassen. Bevor der Deckel allerdings raufkommt, richtig schön würzen mit Salz. Das Hähnchen war jetzt circa 70 Minuten beim Köcheln und wir werden das Hähnchen jetzt trennen von den anderen Zutaten. Sieht doch wunderbar aus. Den Jungen habe ich schon mal rausgeholt. Unser Maishähnchen, guckt mal hier, ne? Schön zart. Alles geklappt. Hier sind die Möhren. Das können wir natürlich nicht mehr verwenden, Sellerie auch nicht. Wir machen nachher sofort weiter, aber ich möchte die Brühe noch richtig schön passieren. Und da habe ich eine Windel. Da schütten wir natürlich unsere Brühe rein. Da holen wir auch gleich die ganzen Körner, alles mit weg. Einmal kurz anheben. Bisschen schütteln. Das Gute kommt raus, das Schlechte bleibt oben. Ich bin gleich fertig. Weiter im Text, Brühe passiert, sieht richtig gut aus. Ja, ganzes Hähnchen, wahrscheinlich zu viel, aber wir beide machen uns morgen davon noch schön Hühnerfrikassee. Wir haben hier noch zwei Hähnchenbrüste ausgetrennt. Ihr seht das ja hier, die Brüste. Die schneidet ihr je nach Wahl und Größe in feine Würfel oder auch nicht so, ne? So wie es jeder haben möchte. Schneidet man das einfach. Oh, das ist schon sehr zart. Also, ich sage ja, ist auch geschmacklich immer wieder wunderbar. So ein Maishähnchen, ne? Und es ist einfach unvergleichbar mit einem normalen Hähnchen vom Geschmack. Ich schneide gleich die Möhren. Oh, machen wir gleich jetzt hier mal, jawohl, den richtigen Schnitt. Jo. Und das Ganze kommt jetzt hinein in unseren Topf. Unsere Möhren natürlich auch. Und ich war schon so frei und habe ein paar kleine Nudeln abgekocht. Die gehen jetzt auch mit rein. Das Ganze noch mal kurz aufkochen und dann präsentieren wir euch das Ganze richtig gut. Und eine Frage habe ich auch noch. Habt ihr vielleicht Interesse an einem Rezept von uns, wie ein Hühnerfrikassee geht, dann schreibt es uns gern mal in die Kommentare. Und hier haben wir auch natürlich unseren Hühner-Nudeleintopf. Was hier noch fehlt, ist natürlich ein bisschen Petersilie. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, als euch nur noch einen guten Appetit zu wünschen. Das war's von den Mecklenburger Kochbuben. Bis zum nächsten Mal.